Es ist noch nicht vorbei, denn wenn der Frost weg ist, wird es erst richtig übel auf den Straßen. Erst dann wird sich nämlich zeigen, was alles kaputtgefroren ist. Wie von jetzt auf gleich entstehen die Schlaglöcher. Die Asphaltdecke bricht auf und wo gestern noch gar nichts zu sehen war, gibt es heute vielleicht schon mehrere Schlaglöcher hintereinander. So, und da heißt es schnell sein für die Reparaturtrupps und Sophie Mühlmann war mit. Auf geht's zum täglichen Kampf gegen Windmühlen. Die Straßenwärter aus Stadthagen sind auf dem Weg zu den neuesten Schlaglöchern des Tages. Für sie heißt es jeden Morgen aufs Neue Flickschusterei auf den maroden Straßen. Da haben wir was. Wenn das Eis im Boden schmilzt, werden die Hohlräume, die zurückbleiben, von den fahrenden Autos aufgerissen. Schaufel, nehme ich die. Jeden Tag aufs Neue. Die Straßen sind so porös, dass sie durch die Belastung, durch die Verkehrsbelastung, bricht die Asphaltdecke auf. Und wir haben binnen einer halben Stunde so eine Größe vom Schlagloch und so tief. Ich denke mal, da ist er schon. So ein Pflaster fürs Pflaster hält nun bis zu 3 Jahre. Der frische Asphalt wird mit Wasser und Sand abgebunden und kurz verdichtet. Den Rest fahren Autos fest. Der Arbeitsplatz hier mitten auf der Straße ist ziemlich gefährlich. Das ist quasi unser täglich Brot, was wir haben. Auf der Straße arbeiten, unter dem Verkehr auch arbeiten. Das war jetzt noch sehr angenehmes Arbeiten, weil die haben schön gebremst, haben wir uns gesehen, sind langsam vorbeigefahren. Gar kein Problem. Aber es gibt dann auch die anderen Verkehrsteilnehmer, die keine Rücksicht nehmen. Die fahren ohne zu bremsen an uns vorbei und da sind es manchmal Zentimeter, dass sie uns an der Schulter nicht treffen oder am Kopf nicht treffen. Gibt es da auch oft Unmut? Ja, Vorsicht. Vorsicht. Gibt von der Seite der Autofahrer Unmut, logisch. Weil wir werden nicht als diejenigen gesehen, die quasi für Sicherheit sorgen, sondern als diejenigen, die jetzt hier stehen und die Leute behindern, dran vorbeizufahren. Trotzdem, hier ist noch ein zweites Loch zu stopfen. Lass uns hier Mitte Fahrbahn. Wir müssen schneller arbeiten, dass wir hier rauskommen. Nicht alle Autofahrer sind dankbar. Es gibt bestimmt auch welche, die sagen, Mensch, super, die Jungs sind da am Arbeiten. Aber die meisten fahren dran vorbei und sind genervt. Wir werden beschimpft. Vom Mittelfinger bis zu Anspucken haben wir alle schon erlebt hier auf der Straße. Eigentlich müssten die Straßen grundsaniert werden, aber dafür fehlt der Straßenbauverwaltung das Geld. Also müssen die Straßenwärter auch weiterhin die Symptome bekämpfen, nicht die Krankheit. Tja, der Frost geht, die Schlaglöcher kommen. Hallo Niedersachsen, ndr.de und ndr1 Niedersachsen suchen das größte Schlagloch im Land. Schreiben Sie uns, welches Ihrer Meinung nach diesen Titel verdient haben könnte. Also messen Sie es aus, schicken Sie ein Foto. Und mehr zu dieser Aktion und die Adressen finden Sie auch unter ndr.de/Niedersachsen.